So, also, hier kommt mein kleines Review zum Edmar Honey EDC Hunter. Der Andy Haas hat eine Kleinserie aufgelegt, hat die Original Hunters ein bisschen gepimpt zum EDC Hunter. Und ich hatte den Dusel, dass ich das beim Giveaway gewonnen habe. Das ist jetzt ein kleiner Bericht nach 14 Tagen Benutzung. Liegt schön in der Hand, das Teil. Mir gefällt auch die Form ganz gut. Und man bekommt es mit so einer Lederscheide. Die Maße sind so 20 cm ungefähr Gesamtlänge. 9 Klingenlänge, wiegt so 185 Gramm laut Internet. Schöner Rücken, 5 mm fast, Full Tang 440C und lässt sich eigentlich gut für fast alles einsetzen. Ist jetzt nicht der Super Slicer, logischerweise bei der Rückenbreite, aber ist ganz gut für so alltägliche Sachen, Schnitzen, Löckchen machen, Flöckchen machen, was weiß ich. Ich habe sogar ganz gegen meine Gewohnheit, habe ich es mal zum Spalten eingesetzt. Ja, was ich sonst nur mit dem Billhook mache, logischerweise. Geht Ast rein, also man sieht hier in der Aufnahme gut, dass das Holz schon unterhalb der Klinge springt. Und was natürlich die Schärfe unten ziemlich schont. Spaltet Ast rein und der Andy hat es auch geschafft, den Rücken so hinzukriegen, dass man damit striken kann, obwohl man gleichzeitig gut mitschnitzen kann. Also der Klingenrücken, der schneidet nicht in die Finger, wenn man das Messer führt. Ansonsten für mich ist natürlich einfach das Wichtigste, so ein Teil muss eine Kokosnuss aufkriegen. Und ob das geht, seht ihr hier. Ja, ist schon offen, wie man sehen kann. Drauf. Und sieh da. Mäuschen ist auf. Trinken ist fertig. Die Schärfe ist auch noch ganz gut. Also ich habe es jetzt in 14 Tagen nur zweimal über den Wettstahl gezogen. Einwandfrei eigentlich noch. Und deshalb mein Gesamtfazit ist ein schönes Messerchen. Gefällige Form, genau das Richtige für mich. Vielen Dank und ich werde es weiter benutzen. Alles klar, danke. Danke auch fürs Zuschauen. Ja, so sollte das dann rauskommen. Einfach da oben reinfahren. Ups. Ugh.